Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück hier aus luftiger Höhe bei Scrap Mechanic im Baumhäuschen vom guten Helm. Mahlzeit! Ja, und ich habe die Erlaubnis. Ja. Ich brauche ihn nicht mehr. Ja, mich. Das wäre ein brutalster Unfall, das hätte ich nicht überlebt. Ein kleiner Arbeitsunfall, komm. Kleiner Arbeitsunfall. Kleiner Kratzer. Da hattest du doch einen Handschuh an, da passiert nichts. Oh, jetzt muss ich alles abreißen. Das war ja dafür da, um mein Baumkarussell zu erweitern, ja, damit es die richtige Höhe hat. Und jetzt muss es halt einfach weg. Wie ich gesagt habe, weg, da wir hat der Kohl jetzt auch sofort eine diebisch bauen gefreut. Zwischen unseren also, das kann ja jeder. Sich diebisch ja, gefreut und hat gesagt, darf ich, der wollte mich unbedingt da runterschmeißen. Ja. Das war so schön. Aber im Ernst, dadurch, dass wir jetzt beide so Plattformen bauen mussten für die Karussellankunft quasi. Ja. Dadurch sind wir schon so nah aneinander gerückt, dass man jetzt wirklich sagen könnte, eine Brücke wäre es fast schon. Also, echt? Eine Brücke? Brauchst du fast nicht. Ja, es ist. Ach, das aber heißt doch nah. Scrap Mechanics und nicht. Also Scrap. Für Scrap-Mechanik, für mechanisch, nicht für starre Brücke, kein Minecraft. Ja, klar. Ja, das muss doch. Zack. Weg. Na gut, wir bauen jetzt hier die Gondel zum weiß nicht wievielten Mal, aber jetzt haben wir uns entschieden, das hier ein bisschen umzudingsen sozusagen. Mann. Und zwar wollen wir, hier oben haben wir jetzt einen Elektromotor, den werden wir, denke ich, auch nochmal irgendwo anders hinbauen. Und der wird einfach permanent dieses Ding hier im Kreise gondeln lassen. So. Klingt simpel. Ist aber so. Moment, machen wir das brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann lassen wir einfach hier immer die Gondeln kreiseln. So. Und dann wird schon immer, eine da sein. Erinnert mich an einen Film, lass die Gondel kreiseln. Nee. Jetzt kriege ich langsam Angst. Nee. Der Film heißt anders. So. Hättest du nicht gedacht, ne? Nee, ne? So. Jetzt habe ich gleich den ganzen Schrott entfernt. Das ist ja super. So. Alles ordentlich aufgeräumt. So. Komm mal runter, warum muss man auf Dimitri! Oh. Dimitri, jetzt aber. Warum hänge ich denn hier in dem. Wer hat den Busch da hängen? Der ist doch neu. War der Busch schon immer da? Also, ich habe keinen Busch gepflanzt. Kann dich beruhigen, ich bin unschuldig. Hm. Das glaubt. Ich bin unschuldig. Bumm. So, da bin ich. So, ach, da muss es der blöde Metallarm bleiben. Zack. Fällt mir gerade ein. Ja, du musst eigentlich schon der Metallarm bleiben. Also ich habe die Gondel dafür jetzt leichter gemacht. Weißt? Der Doofe. Man muss einfach nur rechtzeitig draufkommen auf die Gondel. Das ist das kleine Geheimnis. Aber ansonsten geht's. Weg mit dem Mist. So. Moment. Nee! Ich will doch bauen! Was ist das denn? Sabotage! Aber es funktioniert! Oh! Glaube ich nicht. Bisschen langsam ist er, ehrlich gesagt, noch. Ah! Hey! Warte, ich will hinfahren! Warte! Ah! Was macht der? Was hilft dir denn hier runter? Hör mal, hör auf! Also. Ja, warte. Will ich auch mal. Nicht nur, dass ich runterfalle, der schmeißt noch mit Sachen an mir. Oh. Da kam noch was. Ich habe jetzt nichts mehr gemacht. Ich war nicht mehr. Ey, das kann er nicht. Das ist 1 Meter neben meinem Kopf eingeschlagen. Oh, das war ja gefährlich. Aber du hast ja einen Helm auf. Nee, ein Stirnband. Ein Stirnband. Stirnband. Ja. Das, die UVV, die hätte aber.
So, ja, passt doch super. Ja, passt überhaupt nicht. Ich kann gar nicht. Mist. Ich muss erst wieder hoch. So, ich bin fertig. Ist jetzt ehrlich gesagt nicht sonderlich schön geworden, die Gondel, aber... Aua. Oh. Auch nix. Ich hatte hier ein bisschen... Boah, das sieht immer... So. Nee, das machen wir nicht. Ein bisschen hakelig hier, wenn der immer fährt, dass man da reinkommt. Vielleicht ein bisschen zu schwierig da reinzukommen. Moment, nur schauen, dass man hier vielleicht den Eingang so ein bisschen breiter. Das ist besser so. Nicht ganz so sicher, ja, aber wird schon. Mach den Bau den auf der anderen Seite, damit es symmetrisch ist. Symmetrisch. Warum? Optische Elemente machen wir noch dahin. So, gut, dann fertig. Und du? Ja, ich habe gerade erst angefangen. Hat mich einer runtergeschmissen. Wie, was ist los bei dir? Mann, der braucht immer so lang. Ist klar. Müssen wir noch mit Lichtschranke so eine Hupe machen, dass jedes Mal, wenn eine Gondel da ist, eine Hupe ertönt. Man muss ja wissen, dass eine Gondel da ist. Die ganze Zeit. Dann. Ich glaube, mit der Zeit wirst du wahnsinnig. Praktisch der Wahnsinn. Aber hallo, wenn er jetzt schon längst da ist. So. Zack, den Controller für die Dings machen wir da rein. Denn? Hier für die Rampe. Oh. Ja. Und der steuert. Bäh. Das geht überhaupt nicht. Der steuert das und muss auf Knopfdruck von hier reagieren. Hier ist die ganze Hauselektronik drin, wie man sieht. Und auf Knopfdruck muss der Richtung Rot 30, nee, ach, was ist mal 44 Grad oder sowas. Rot 44. Ja, jetzt bin ich wieder aus dem Bildschirm raus. Ich finde das toll. Ich mach das anders. So. So. Oh, Knopf ist gedrückt. Moment. Sieht eigentlich ganz okay aus, glaube ich, so. Zack. Und zack. Wunderbar. Yep. Aber es sieht irgendwie noch so aus, als wäre das yep. So ganz auf dem Boden, ne? Ach, ich bin nur ein Esel. Na gut. Selbsterkenntnis ist der beste Weg und so weiter, ne? Nein. Ja, gut, na ja. Mir aus. So, hier vorne ist das Dach jetzt oben von der Terrasse. Da könnte ich jetzt allerdings überlegen, mir auch was drauf basteln. Nein. Eigentlich nicht. So, was könnte man hier oben machen? Eigentlich wäre hier so ein idealer Platz, um einen Hubschrauberlandeplatz zu machen. Wenn es denn ginge mit den Hubschraubern. Ist das ein Käse? Das ist ein Käse. Manchmal braucht man für den übelsten Mist ewig. Ärgert mich immer. Hast du das Ding Spack auf die Platte gebaut? Direkt? Oder hast du ein Feld Platz gelassen? Nee, das schleift quasi auf der Platte. Das ist toll. Ja, ne? Ja. Geht los. So. Ach so, deshalb hakelt das, weil ich, wenn ich zu weit vorlaufe, auch wieder aus dem, naja, wenn ich, dann laufe ich aus der Lichtschranke raus, wenn ich zu weit vor bin. Ach, ist denn das? Ja, mal eine gute Idee, was man hier oben aufs Dach bauen könnte. Ah. Ganz ehrlich, mit den Teilen, da fehlt einem dann so ein bisschen die, ein Bett wollten wir doch noch machen. Das bauen wir auch nicht aufs Dach. Bett! So, was machen wir hier? Ach, das Bett, ist ein Bett, ein Bett, ein Bett. Wo das Note. Das Moped so laut ist. Wollen wir da oben ein Bett bauen? Wenn wir hier oben. Zack.
Aber ja, irgendwie dann auch aus der Wand rausfahren. So ein Klappbett quasi. Zack. So. Wenn man hier hochkommt, machen wir erstmal hier eine Wand. Komm, wir machen jetzt erstmal so ein bisschen grobe Struktur vom Haus, so wie es aussehen könnte oder sollte. Von hier oben aus. Achso, ich habe ja gar keine Düse. Du brauchst auch keine Düse. Wir nehmen ja den Motor. Ach, der fährt dann immer. Quasi. Das lassen wir aber hier, glaube ich, oder? Mal gucken, vielleicht gibt das noch einen Balkon. Ich glaube, wir machen hier... Nee. Wir machen... Wieso dreht sich der Motor denn hier nicht? Die Wand. Ach, du hast wieder einen Schalter. Ja, ich habe den hier gemacht, damit er halt zum Bauen, ne? Damit er... Ja, dann mach mal. Ihn anmachen? Ja, mach mal an. Mensch. Oh. Bleibt. Ach, du machst es mit Sitz? Okay. Voll schnell. Turbo. Und irgendwie sieht es aus, als wenn ich tiefer hängen würde wie du. Dürfte aber eigentlich nicht. Wenn du es genau drauf gebaut hast, wir hatten ja dieselbe Plattformhöhe. Wieso fährt er denn nicht hier? Ist ganz schön schnell. Trägt oder? Ich würde sagen, der Motor blockiert das, also. Oder? Oh, es ist. Hoff. Bist du irgendwo gegen? Ja. Warum? Ja, weiß ich nicht. Ich bin gegen. Das ist bei dir, was, warte mal, bin ich irgendwo gegen bei. Tschüss. Mom. Okay, viel Spaß dann. Steht bei mir, steht mir auch bevor. Nee. Na gut. Dann machen wir es halt ein. Tschüss. Warte! Blödes Ding. Anhalten. Bom. Anhalten. Ich sagte anhalten. Nimm doch den Schalter. Welchen Schalter? Den hier oben, der ist das der. Ah, so, okay. Muss man ja wissen. So. Und jetzt. Kannst du auch wieder drehen lassen, bis es dann passt. Aber warum ist denn das immer noch so am Hakeln? Das verstehe ich nicht. Und warum so. Das ist zu schwer. Müssen wir wirklich den Eisenarm ersetzen? Tja. Jetzt habe ich ja gesorgt, aber. Dass der durchbiegt oder was? Warum sollte das auf einmal nicht. Weil das Lustige ist ja, wenn ich es mit einem gemacht habe, dann müsste es ja eigentlich viel mehr. Da! Das sollte doch erst angehen, wenn ich ihn anschalte. Das mit Sitz verbunden. Ja, das sollte ja auch so gehen. Mit dem Sitz. Aber. Noch aus. Scheiße, jetzt bin ich auf den Stuhl aufgestiegen. Ich wollte den Schalter. Mach aus, du kannst den Schalter erst im Stuhl. Im Stuhl. Warte, ich will auf. Ich komme her. Was ist los? Das ist cool. Der hängt auf einem Ich will auch mal. Okay, anhalten. Das ist ein bisschen zu schwer, ein bisschen zu schnell. Nochmal ein bisschen langsamer machen. So. Okay. Das reicht auch. Nee, aber jetzt nochmal. Wird auch immer schneller, ne? Ja, das reicht an Geschwindigkeit, oder? Warum hakt das? Ich verstehe es nicht. Wo dein Sitz noch nicht dran war, ne? Oh. Tschüss. Ja, wo mein Sitz noch nicht dran war.
Ja, wo dein Sitz noch nicht dran war, hat es nicht gehakt. Obwohl, dann hätte es eigentlich erst recht haken müssen, weil es ist ja dann unsymmetrisch und ungleiche Gewichtsverteilung. Dann müsste vielleicht ein Arm ein bisschen weiter runter neigen und blockieren. Was? Irgendwelche Düsen angelassen, glaube ich. Das ist nicht schlimm. Entschuldigung. Also Mann, jetzt habe ich mich mal geschluckt. mein Fisherman's bringt mich um. Okay. Mach mal an, hier. Ja gut, schau mal, ob du rüberkommst, ja. Yay. Da ist der doch schon auf Maximum, ja. Echt, der ist auf Maximum? Foto oben ist auf Maximum. Ja. Also jetzt meins dotzt, klappt jetzt perfekt. Jetzt dotzt es nicht gegen, ja, es klappt. Ja, ich habe aber auch einen Platz dazwischen gelassen. Ja, deins ist vorhin gegen gedotzt. Das ist ganz komisch. Das hier ist ja ohnehin schon die ganze Zeit drüber geschwebt. Ja, also wie gesagt, schau ich mal, wenn ich eins gekürzt. Ja, und dadurch klappt's. Und das hier ist hier die ganze Zeit drüber und deins klappt nicht, wenn es auf dem Boden ist. Das ist halt unlogisch. Natürlich, unlogisch. Total unlogisch. Kommst du noch mit dazu? Ja, ne? Ist groß genug. Wunderbar. Ja, du hast natürlich wieder nur eine Ego-Gondel gebaut, ne? So für den Meine Gondel kann sich drehen. Ja, dafür ist es eine Ego-Gondel. Ich habe hier an dich mitgedacht. Ich dachte, komm, hey, brauchst du so groß, dass zwei drauf können. Und im Leben nicht. Aber ich kann auch noch, ich brauche noch einen zusätzlichen Stuhl. Ey! Hier liegt noch ein Sitz rum. Achso. Hier liegt noch ein Sitz rum. Ja. Oh. Und hier dudelt ein Radio rum. Okay, und Müll liegt ja auch noch. Guck mal hier, hier liegt noch Müll. Nee. Noch. Was? Na warte. Da muss was ich mal denn? Gucken. Komm runter. Auch so. Hast du meine Wand abgerissen? Nein, habe ich nicht. Ich habe vorne deine Rampe da, hier dein Sprungbrett habe ich abgerissen. Das, was hier vorne am Aufzug dran ist. Das war aber da liegt noch was. Was Riesiges. Das könnte nur meine... Überprüfen. Wie es Angst bekommt. Nein, ich habe nichts getan. Er hat wahrscheinlich schon die Säge gezückt und ist auf dem Weg zu meinem Haus. Gar nicht wahr. Aber das Ding, ich kann es jetzt nicht einschalten. Das muss schon dann die ganze Zeit fahren, das blöde Ding. Sonst stehe ich ja schon wieder hier und kann nicht rüber. Ja. Nö, jetzt können wir es fahren lassen, stimmt. Ich hatte es nur gerade wieder ausgemacht, weil ich dachte, du wolltest vielleicht doch noch korrigieren, dass du eine nicht so Ego-Gondel hast. Ja, na klar, das kann ich korrigieren. Na gut. Ne? Und dann sagst du Bescheid und dann mache ich es an wieder. Okay. Bescheid. So lange baue ich hier Bett. Bett? So lange baue ich hier ein Bett. So ist es. Andersrum. Wie ist denn das Bett? Wo ist es denn? So, perfekt. Wo ist die Matratze? Da. Nur der Motor. Guck mal hier drunter. Nicht noch nicht so, wie ich soll, wie es sollte. Gasmotor. Oh. Also, die ist. Doch, so funktionierte es theoretisch. Geht's okay. Natürlich nicht. Das ist doch ein Mist jedes Mal. Ist die ohne wie oben? Ne, unten hat sie. Sieht die von unten aus? Mach mal. Bretter. Geht nicht. Das ist ein. War nicht mal so schlimm. Bullshit ist ein Elender. Ein Elender. Bullshit. Njam. Das ist gar nicht so schwierig. Glaube ich. Weg. Bin jetzt satt. Weg. Wenn die genauso tolerant ist beim Drehen. Ab. Na fest, komm ab, habe ich gesagt. Ah, dann eben weg. Weg mit dir, du dickes Ding. Gar nicht nervig. Ja, das stimmt, ist gar nicht nervig. Nervt nie. Immer toll. Ja, da Löcher reingebohrt. Kann die gar nicht da dran? So. Jetzt muss da nämlich noch ein hin.
Okay, hier müssen wir jetzt mit Trick 17 arbeiten, oder wie? Ne, das geht doch auch. Doch, das ginge. Ist also wieder mit der Matratzenseite nach oben. Ich will die mit der Holzseite an die Wand. So, so jetzt ein kürzer. Und 2, 4, 5. Das geht nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Nee. Stuhl. Brauchen wir nicht mehr. Wir spielen ein bisschen Matratze wenden heute. Yep. Schaut beim Helm, wenn es was Sinnvolles Zack. Gibt. Ja, ist alles sinnvoll immer. Zack. Mann, das geht Zack. Überhaupt nicht hier. Die Matratze dreht sich nicht richtig. Die kannst du nicht an die Wand machen. Oh ja. Okay, also eine klappbare, ein Klappbett geht nicht. Spiel sagt nein. Spiel sagt nein. Machen wir es rausfahrbar dann? Das bringt ja auch nichts. War ich ja keinen Platz. Vor allem, weil Platz unser Mangel ist hier total. Ja. Ah! Hm. Mist. Komm, runter. Jung. Und diesmal schaffe ich jetzt. Komm. Ha. Immer wieder wunderbar. Oh, was ist denn jetzt? Immer wieder wunderbar. Diesmal klappt dein Fahrstuhl, oder wie? Natürlich, klappt. Exzellent. Ich mache erstmal Raumaufteilung. So. 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 Wo war die? Der geht dahin. Oh, ich glaube, ich. Rüber. Dahin. Moment, wo war die Grenze quasi? Dahin. So. Ja. Jetzt wirst du absolut erstaunt sein. Helm, du bringst mich jede Folge zum Staunen. Mal so, mal so. Ach, geht nicht. Mist. Ist er jetzt an? Oh nein. Wieso springt er da raus wie aus dem Katapult geschossen, aus dem blöden Sitz? Mann. Nein, ich wollte das auch nicht abreißen. Da. Das ist doch das wollte ich auch Käse. Nicht. Hopp. Und, ja, und. Ah. Aue, nimm mal das Brett da weg. Was? Was tut es? Au. Ah, oh. Zieh durch, komm. Du schaffst es. Was tut es da? Ah, jetzt geht's los. Die Frisur hält. Die Frisur sitzt, okay, ist die Hauptsache. Yep. Muss ich das nicht? Okay. Zack. Funktioniert. So, das heißt also die Wand. So. Könnte ich bis hierhin bauen. Bitteschön. Was soll ich anmachen, oder wie? Aktivieren! Geh auf! Da. Man muss mit der Tür reden, damit das funktioniert. Ju. Nein, ach nein, du sollst hier doch einsteigen. Geh doch runter da. Was? Hops. Wahnsinnige Geschwindigkeit. Ja. Lächerliche Geschwindigkeit. Nein. Mops-Geschwindigkeit. Oh, das ist der blöde Metallarm, der Metallarm. Ja, aber dass der so viel ausmacht, hätte ich echt nicht erwartet. Das muss alles. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich. Ja. Aber ich bin gleich da. Alter, da schlafen dir ja die Füße ein. Das ist doch unglaublich. Wieso? Nee, der macht auf jeden Fall keinen Krach die ganze Zeit. Der kann da ruhig so vor sich hin tuckern. Ja, aber wir müssen irgendwie den Metallarm nochmal ersetzen. Kannst du einsteigen. Das ist ja Kacke. Steigen Sie ein. Komm ich nicht. Ist so schnell. So. Und dann gib mal. Pass auf. Hui. Ja, hui. Pass auf. Ich aktiviere Stufe 2. Was ist die Stufe 2? Jetzt noch schneller. Drück du mal deinen Knopf. Ist er? Wird doch nicht noch schneller. Wird nicht schneller. Warte mal, lass ihn erstmal eindrehen. So, jetzt ist er auch. Jetzt ist meine eingedrückt quasi. Jetzt mach deinen dazu. Doch nicht schneller, oder? Hm. Mist. Okay. Das ist komisch. Das klingt lustig.
Aber die drehen doch in dieselbe Richtung. Kann ja, kurz ja, ein? Ich glaube nur, es addiert sich nicht die Warum nicht? Leistung. Muss aber. Also sonst könntest du ja drei Elektromotoren da oben draufsetzen, dann würden wir hier abgehen wie Sau. Ja. Tut's auch nicht. Nee, guck doch mal. Also ich musste doch zwei Gelenke einbauen, damit es funktioniert. Damit jeder einen Stuhl hat. Ah, du hast zwei Gelenke. Ja, okay. Und die... Jeder hat einen Motor. Sonst gehen in die richtige Richtung, die beiden? Ja, okay, sieht so aus. Ja, ne? Ja nur das addiert sich ja, die, ja nicht. Natürlich müsste sich Geschwindigkeit Nein, das addieren. Eine schafft eine Drehung von... Hä? Addiert sich das? Natürlich. Das ist doch klar. Wir sind unten runter, drehen beide in dieselbe Richtung. Müsste also doppelt so schnell drehen. Ja, an sich ja. Aber das Problem hatte ich ja schon bei meinem... Gut, da war es das Gegenteil. Setze ich hier drehen. Ne? Meine Gondel besser. Da kotzt man nicht so viel. Oh, kann ich das aufhalten? Nee, kann ich nicht. Doch. Also, ja, wenn wir beide... Gut, also ja. Das ist wirklich Scrap Mechanics. Das Mechanic, das ist wirklich aus Schrott. Funktioniert nicht. Jetzt ich treffe meine. Ah. Guck mal. Weil du zurückgeschleudert wurdest. Wie? Wofür? Du viel, warum? Du hast so viel Druck da oben. Du wurdest zurückgemissen. Aber das ist doch eher unrealistisch. Jetzt müsste exakt da reinpassen. Also unrealistisch. Muss man vorneweg deinen Aufzug, ja? Nein, der ist genial. Du bist mit 4G hochkatapultiert. Aber der passt nicht mehr. Fenster machen wir später. Ja, von wegen. Jetzt ist mir doch egal. Warum? Warum der jetzt auf einmal schief steht, weiß nicht. Der Mond ist der Erde zu nahe gekommen. Die Gravitation hat sich geändert. Ja. So wird es sein. Ja, ist nicht mehr dieselbe hier. So wird es genau sein. Und das hier ist doch für Einschlafen, das ist doch furchtbar. Ich würde sagen, eigentlich wäre es Zeit mal für eine neue Umfrage, oder? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auf jeden Fall bin ich dafür. Also, ich würde sagen, wir machen demnächst oder wollen wir in dieser Folge schon eine reinhauen? Was? Hau mal rein. Diese. In dieser Folge mit, ich denke, es sind ja genug Vorschläge von euch im Laufe der Zeit eingegangen. Da schauen wir mal wieder durch die Kommentare durch, der letzten Wochen sozusagen. Ich glaube, Baumhaus ist jetzt so langsam fertig. Mir fällt jetzt hier auch ohne Möbel und wenn man nicht mal mehr das Bett hier aus der Wand fahren lassen kann, fällt mir jetzt so langsam nichts mehr ein. Ja, genau. Die Gondel haben wir da oben. Ich denke mal, jetzt geht es auch mal wieder um Fahrzeuge, oder? Ja, irgendwas Machbares, weil ja ansonsten, ich meine, Wände hochziehen, hier so ein richtiges Haus bauen, ist ja gut und schön, aber ist ja nichts mehr mit Mechanics, ja. Das sind aufziehbare Türen, okay, Wände, die sich bewegen, das haben wir ja jetzt soweit, aber wenn man ich wollte schon auch ein Baumhaus fertig machen hier, ne, so ist es nicht, aber das ja, aber wir brauchen immer ein bisschen mal Abwechslung. Genau. Wir sind mal wieder. Ich wäre dafür, also ich wäre zum Beispiel für eine Folge Rennen quasi. Wir bauen. Und Rennen machen. Bauen mal offscreen einfach eine Bahn. Rennstrecke. Ja. Rennstrecke, ja. Beton. So. Und dann hat jeder. Dann starten wir die Folge und jeder hat 20 Minuten Zeit, sein Fahrzeug zu bauen oder 25 Minuten und dann fahren wir 5 Minuten Rennen. Mhm. Ja? Und ja. Also man muss halt so fahren, wie das Fahrzeug dann nach 25 Minuten ist. Genau. So. Und dann, wenn es aus der Kurve fällt, dann fällt es halt raus. Dann muss man es wieder hinstellen und von der Position aus weiterfahren. Dann so. machen wir das doch genau mal so. Ja? In dieser Folge sammeln wir noch eure Vorschläge. Das heißt also, hier haut er jetzt einfach unten drunter, was ihr für Vorschläge habt, was wir bauen sollen. Und in der nächsten Folge machen wir noch das Rennen. Und bei dem Rennen gibt es dann die Umfrage aus euren Vorschlägen heraus. Genau. Das ist eine gute Idee. So machen wir. Ist eine super Idee, ja. Ist sensationell. Fast so sensationell. Wie diese Gondel. So sensationell, ja. Ja. Hypers. Ach, hat er mich schon wieder rausgeschmissen. Komm hinterher. Juhu, bumm. Nicht einsteigen. Ah!
Weg mit ihm! Ah! Verdammt! Das wusste er, ganz genau, dass ich dich in Zelt alt schießen wollte. Und tschüss. Ass. Es musste so schnell gehen, dass er sogar noch die Düsen angelassen hat. So. Na gut, Ich würde sagen, dann sind wir jetzt hier erstmal fertig. In der nächsten Folge machen wir dann das große Rennen. Ja. Hier sammeln wir eure Vorschläge. Ich bin wieder sehr gespannt. Komm nochmal nach oben gerade. Was, nach oben? Ja. Was ist denn jetzt schon wieder sabotiert? Gar nichts. Gar nichts. Nein, gar nichts. Das ist irgendwas, das ich jetzt nicht durchfahren kann mit dem Fahrstuhl. Tatsächlich würde ich sowas tun. Ja, sowas. Oh. Da freut er sich. Die Beine werden ab. Auf jeden Fall. Ich freue mich, wenn du dich freust. Oh, ups, so, warte. Ja. Oh. Oh. Super. Jetzt auf seine fliegenden Kloschüssel. Nicht nur auf den fliegenden Kloschüssel, nein, da hängen noch 50 Tonnen Metall unten drunter. Ja. Für die ideale Beschleunigung. Ja, aber oh. Hallo. Warte, der blöde Aufzug. Mann, nein. Okay. Ah, aber der hat gelacht. Gut, dann würde ich jetzt, bevor ich schon wieder anfange zu husten. Zu spät. Bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Ja, das nennst du Ehre. Ja, genau. Jawohl. Mach's gut, ciao. Tschüss.